Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Deadly Days. Ja, ich habe jetzt sehr, sehr viel von den Sachen gerendert. Ich komme endlich mal so richtig gut vorwärts mit meinem Kanal, so nebenbei. Oh, die kopierende Katze, was kriegen wir heute? Ersatzrad. Mehr Loot, ja, okay. Erhöhte Abklingzeit gefällt mir gar nicht. Ich nehme mal Kiste finden, da ist sehr, sehr viel Beute. Aber die erhöhte Abklingzeit ist scheiße. Da wäre tatsächlich der Zombie-Bluttrichter jetzt ein guter Konter dagegen. Aber wir haben ja auch noch die anderen Negativeffekte, darf man nicht vergessen. Was hat die eigentlich? Unschuldig. Heilt sie vollständig und 0,2 pro Level, das macht voll Sinn. Okay, erhöhte Chance auf kritische Treffer finde ich gut. Oh, oh! Alter, ist das ein langer Cooldown. Das ist überhaupt kein Cool. Das ist nur ein Down. Oh, Scheiße. Das ist ja richtig übel. Kann man schon fast verpissen. Naja, so viel können wir jetzt nicht mehr machen, würde ich sagen. Mir gefällt nicht, was ich hier sehe. Oh, sogar Werkzeug gefunden. Natürlich noch so ein bisschen. Bisschen, was muss man noch machen? Ist aber. Helfen uns die Fledermäuse? Ja klar, ich habe noch die Explosionsfähigkeit, aber auf die verzichte ich jetzt gerade mal. Ja, damit kommt... Ui, da haben wir aber richtig Zeug gekriegt, muss ich sagen. Dann nehme ich auf jeden Fall das Lagerhaus, da kriege ich wenigstens... noch ein Item, wenn ich es durchsucht habe. Da ist es doch schon. Wo? Hä? Wo habe ich diese? Ach, die kopierende Katze habe ich ja natürlich, natürlich. Wollte gerade sagen, hä? Kommt die Heildrohne her? Aber ja, ist okay. Die ist sogar nützlich. Aber ich hätte halt lieber doch richtige Items. Also die bisschen mehr Permanenz haben tatsächlich. Aber merkt, die Dinger sind einfach nicht betroffen von der langen Suchgeschwindigkeit. Langsamen Suchgeschwindigkeit. Und Automaten gibt's auch. Den sollte ich allerdings schon finden nach Möglichkeit. Ich glaube, hier ist er. Nee, das ist ein Häuser? Zwei Häuser gibt's. Könnten die ganze Stadt machen, das könnten wir versuchen. Wir haben nicht die schlechtesten Voraussetzungen gerade.
muss mal gucken, dass ich meine Fähigkeiten wirklich erst einsetze, wenn es notwendig wird. Echt, ist alles hier unten. Tatsache. Auf je... Oh, so eine Scheiße. Boah, ich würde am liebsten alles nehmen. Naja, wenn ich noch ein klein bisschen zusammenkriege. Die Münze am Faden wäre halt schon geil. Und das ist auch eine richtig geile Fähigkeit fürs Endgefecht. Aber andererseits ist es auch sehr gefährlich. Los, lad nach, lad nach, lad nach. Ah, verschwendet. Kann noch mal ein bisschen Werkzeug. Aber... Man merkt, die Abklingzeit ist übel. Da kann zwar noch was rein, aber wir haben einen zu niedrigen Gefahrenlevel, dass da groß was reinkommt aktuell. Jeden Fall. So, hier. Den haben wir. Nee. Oh, ein Supermarkt. Super. Ein Supermarkt. Ah, hier, hier, hier. Das ist gut. Da ist er, oder? Ne, ist er nicht. Scheiße, wo ist der? Wahrscheinlich am letzten Punkt. Aber wenn ich feststelle, dass ich Essensprobleme kriege... Ah, da ist er, gut. Ich hab doch gerade drauf gedrückt, warum machst du das jetzt? Was hier passiert? Da ist der Bus gut. Er hat aber auch nicht die richtige Waffe eigentlich, um jetzt. Um so zu arbeiten, wie er gerade arbeitet. Wir verpissen uns. Dann haben wir halt nicht alles geschafft, ist egal. Wir haben auch nicht so viel Werkzeug, aber beim nächsten Mal könnten wir Werkzeug kriegen.
Ja. Keine geile. Oh, mit Schatzzombie. Mit Schatzzombie, aber den kriege ich halt nicht so gut klein, weil erhöhte Abklingzeit. Die stinkt mir. Mein Kind zahnt massiv und deshalb bin ich froh, dass ich jetzt wenigstens ein klein bisschen was aufnehmen kann. Oh, super. Wie viel haben wir es jetzt? 21,48. Jetzt komme ich dazu, was aufzunehmen. Ah, das ist die Gasmaske. Das ist sehr schön. Ein Haus. Könnten soweit alles schaffen. Ja, der Schatzzombie wird gar nicht angezeigt. Was genau hat. Was hat sie jetzt verletzt? Ich muss nur das scheiß Haus finden. Doch irgendwo sein, oder? Ja, das ist hier oben. Wo ist denn der? Ach, da. Aber Schatzzombie ist ein optionales Ziel. Ey! Oh, das ist. Warum ist der jetzt da reingerannt? Ich hab ihn nicht befohlen, da reinzulaufen, der ist halt selbstständig abgehauen. Ich wäre noch ein bisschen geblieben. Na, die mag ich nicht so. Oh, das, der Mülleimer ist gar nicht schlecht. Okay, auf was gehen wir als nächstes, ist die Frage. Ich gehe mal auf den Supermarkt. Einfach nur, dass ich genug Essen habe. Ich finde auch weniger, schon wieder keine Überlebenden. Ich brauche dringend noch einen weiteren Überlebenden. Okay, es ist so eine kleine Karte. Hat auch seine Vorteile. Fünf markierte Häuser, ne, keine Chance. Da bräuchte ich mehr Leute. Definitiv. Da kommt auf jeden Fall schon einiges an Essen.
Gut. Wir haben verkackt. Doch noch nicht. Aber ich hau trotzdem ab, weil die hat kaum noch Leben. Ich hätte jetzt gedacht, das war's. Weil wenn sie die erwischt hätten, dann hätten sie den anderen auch erwischt. Weil die jetzt gleich sein lassen können. Mit einer Person kannst du es gar nicht schaffen. So. Hantel. Ja, schön. Nahkampfschaden. Damit mache ich mir einen schönen Tag. Ich bin Level 3 immerhin. Oh, okay. Definitiv besser. Baumarkt. Ich brauche Werkzeug. Ich glaube, ich muss fast immer auf Rakete gehen. Ich krieg nichts. Ich kriege irgendwie gerade in der Runde aber auch nur Scheiße, oder? Nur zwei Häuser, ja. Die Autos haben wir sogar schon. Ich kann mir vorstellen, dass zum Schluss noch sowas kommt wie du darfst nicht. Es gibt keinen Raketensieg oder sowas. Irgendwas richtig Asoziales nochmal richtig zum Schluss. Fällt mir gar nicht, wie das aufgebaut ist hier, wenn ich ehrlich bin. Ich frage mich nur, ob man dann einfach hier so runter rüber kann. Offenbar geht's. Ach ja, geht doch nicht. Ach, da unten geht's gut. Immerhin. Ich dachte schon, der wollte mich verarschen. Gut, wir haben das Werkzeug schon mal gekriegt. Das ist schon mal das, was wir primär brauchten. Wir haben schon fast genug. Oh, okay, wir haben noch lange nicht genug, aber ihr wisst, was ich meine. Was kriegen wir jetzt? Zusätzliche Modifikation. Ja, okay. Oh, ne Rettung auf Maximum. Leckt mich am Arsch. Ich brauch eine weitere Person. Sonst kann ich hier nichts reißen. Ui. Irgendwas Gutes, bitte. Alles nur Schrott. Nichts, womit man arbeiten kann. Alter, was ist das für eine scheiß Karte? Ist ja wirklich beschissen. Ah, da ist er gut.
Wir hauen ab. Hauptsache, wir haben jemanden. Wir haben jemanden, das war mir jetzt echt zu heiß, das ist maximale Schwierigkeit. Nein, danke. Hat sich um 1 erhöht? Warum bloß um 1? Naja, okay. Was könntest du? Ah, fuck, das wollte ich nicht. Ja, ich habe die falsche Taste gedrückt. Nein, jetzt habe ich den Apfel geschenkt. Läuft super. Okay, ich brauche Schrott. Ich brauche den Schrott. Die Werkzeuge. Wenn ich die Werkzeuge habe, dann kann ich die Rakete bauen. Ah, dieser blöde Rechtsklick. Ich wollte ausrüsten. Das passiert mir in letzter Zeit häufig, habe ich das Gefühl. Oh. Brauchst du lange, um zu heilen. Gibt noch mehr Apfelbäume. Ach, wir haben dieses komische, diesen Gameboy. Dass die mehr Schaden anrichten, wenn sie gelevelt sind. Der ist scheiße. Also es ist wirklich ein Sinn. Also, da du nicht so, dass du nicht so häufig in der Mission. Klar, es hilft, aber es ist einfach kein guter Bonus. Da gibt es deutlich bessere. Ich hab bloß noch ein Auto. Interessant. Das lief eigentlich gar nicht mal schlecht. Keine Ahnung, wo das ist, aber da. Ist da irgendwas nachts, was leuchtet? Nö. Ich glaube, ich muss diese upgraden, damit die Explosion Folgeexplosion auslösen. Erst dann wird's gut. Ja, uns fehlen noch 6 Werkzeuge, okay. Oh ja, der Zombie-Bluttrichter, na endlich! Und ein Gabelstapler! Jetzt hat sich die kopierende Katze doch mal gelohnt! Wir brauchen das Essen und wir haben schon fast genug Werkzeuge zusammen, von daher würde ich glatt mal sagen, wir sind auf einem guten Weg. 10 Essen geht für das Ding drauf, aber wie lange dauert das jetzt eigentlich? 8 Sekunden, das ist echt schon okay. Da wir das mit der Verbesserung geht's. Fehlen noch viele Häuser, sehe ich gerade. Dürfen wir nicht aufgeben. Helft ihr!
Keine Chance. Ich hab's versucht. Okay. Okay, wir haben das noch ein. Ey, die, ja klar, die haben das ganze Werkzeug verloren. Klaro. Ach, scheiße. Da, warum verschwinden die Sachen dann immer? Das verstehe ich immer nicht. Das Werkzeug lässt man doch eigentlich in der Basis. Ich glaube, das war's schon mit dem Durchlauf. Ja, ich brauche halt Leute. Ohne die kann ich überhaupt nichts machen. Ich habe zwei verloren gerade. Okay, dann wird es wahrscheinlich eine Fehlrunde. Aber ganz ehrlich, ich dachte, ist okay, aber mehr und mehr hatte ich eh das Gefühl, läuft nicht gut. Allein der macht mich da schon fertig. Ja, okay. Ist nicht die optimale Waffe dafür? Du Idiot! Okay, da könnte sich jemand drin verstecken tatsächlich. Das könnte mir den Arsch retten. Geil, Waffen! Kann ich sowas von vergessen? Okay, ich kann auch versuchen wegzurennen direkt. Kurz bevor ich fertig bin. Ah, da habe ich ja, die lassen mich nicht mal. Ah ja, immer noch einen Apfel gekriegt. Aber ich krieg halt keine Leute. Also ich kann's ja als One-Man-Show versuchen, das ist aber absolut Wahnsinn. Weil das wird ja immer schlimmer und ich muss dann in die schlimmsten Gebiete überhaupt rein. Und es wird recht langweilig, weil man schaut nur immer einem zu. Das Einzige, was richtig gut wäre, wenn ich wenigstens eine Krypta kriege oder nochmal einen neuen Überlebende. Fast die Krypta noch besser als alles andere. Ah, wohl die Jogger sind das auch ein Problem. Was mehr nicht? Ah doch, ich habe die 25 zusammen.
Okay, lass mal den Scheiß. Lauf! Oh, Alter! Der hätte nur laufen müssen. Okay, das war eine beschissene Runde. Lass es genau eine halbe Stunde so ungefähr, lass mal stehen. Würde ich sagen, das war Let's Play Deadly Days für heute. Ich sage ciao, Wichtlein TV. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye, Leute.